geht nur, Anna geht nur leicht. Anna geht nur, Anna geht nur leicht. Wieder ein Brocken weniger, die Giro verlässt den österreichischen Markt. Heute ist die Nachricht, die frohe, nein, nicht die frohe Nachricht, wahrscheinlich die bestürzende Nachricht, an viele die Giro Österreich Kundinnen und Kunden gegangen. Liebe die Giro Kunden, wir hören in Österreich auf und ihr habt jetzt noch 2 Monate Zeit, so wie es in der Kundenvereinbarung steht, euer Depot aufzuräumen, zu verkaufen, eure Guthaben dann abzuräumen. Und wer das nicht macht bis 30.09., für den machen wir das dann. Also ein richtiger Hammer, und in diesem Video behandle ich eben, was passiert jetzt. Also zusehen, wenn dich interessiert, was die Giro in Österreich jetzt nicht mehr macht. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner von Broker-Test.at, dem österreichischen Broker-Test und Vergleiche, und derjenige, der immer wieder verkündet, welcher Broker denn gerade aufhört. Das war die FFB, das war die ING, es war die Hello Bank und jetzt anscheinend die Giro Österreich. Heute ist mit 31.07.2021 die Nachricht an alle Österreich-Kundinnen und Kunden von die Giro gekommen, dass sie in Österreich aufhören werden. Du hast vielleicht mitbekommen, dass vor einigen Monaten bereits für Neukunden es nicht mehr die Möglichkeit gegeben hat, sich auf DeGiro.at sich für DeGiro anzumelden. Man hat zwar noch immer über den Umweg, zum Beispiel Deutschland oder Niederlande, die Möglichkeit gehabt, sich als Österreicher zu registrieren, aber wenn du auf DeGiro.at gegangen bist und hast versucht, eben dort Neukunde zu werden, ist nicht gegangen. Nun, und jetzt kommt eben der ganz große Hammer, all diejenigen, die das eben vielleicht noch herausgefunden haben, es hat da nichts gebracht, denn DeGiro wird in Österreich das Geschäft einstellen. Warum sie das machen? Vielleicht eben, okay, es hat einfach zu wenige Kunden in Österreich gegeben, beziehungsweise einfach Fokus auf die Marke Flattex. In Deutschland ist Flattex, also Flattex hat sich ja aus den Niederlanden zurückgezogen, dort wo eigentlich der Heimmarkt von DeGiro ist, und DeGiro zieht sich zurück aus Flattex Österreich, oder aus Österreich, und Flattex ist eben hier der alleinige Partner. Man kann, vielleicht ist das irgendwie so ein Deal gewesen gegenüber den neuen Kolleginnen und Kollegen von DeGiro, so sagen wir als Flattex ziehen uns jetzt als gemeinsame Gruppe eben zurück aus den Niederlanden. Und auf der anderen Seite, dass eben die Flattex gesagt haben, naja, aber dann zieht ihr euch aber bitte aus Österreich zurück. Wir machen keine Markenverwässerung. In den Niederlanden ist DeGiro und in Österreich ist Flattex. Und so sieht es eben jetzt mit 1.10.2021 dann aus. Aus der Flattex DeGiro Gruppe gibt es in Österreich nur noch Flattex. Wie geht es jetzt weiter? DeGiro hat eben uns Kunden informiert, dass wir jetzt eben 2 Monate Zeit haben, unsere Positionen zu schließen und das Geld zu transferieren. Wenn wir das nicht bis 30.09. gemacht haben, dann wird DeGiro das für uns machen. Heißt, sie werden dann alle Finanzinstrumente verkaufen und einen etwaigen Guthabenstand, also wenn da auch auf Währungskonten bzw. in Währungsfonds eben noch Geld liegen hast, wird auch das saldiert in Euro und wird der gesamte Betrag dann von DeGiro automatisch überwiesen, nach Abzug aller Kosten. Das heißt, du hast jetzt nicht wirklich eine Chance. Wenn du jetzt sagst, ich möchte einen Depotübertrag machen, ja, dann wird das, glaube ich, eine haarige Sache, denn DeGiro sagt da drinnen nichts von einem Depotübertrag. Grundsätzlich denke ich, sie müssten dir eigentlich den Depotübertrag natürlich ermöglichen. Gleichzeitig aber 2 Monate ein Depotübertrag bei DeGiro. Meine Erfahrung ist, das dauert im Regelfall länger und ist einfach auch ein Hasardspiel. Also ihr kennt vielleicht meine Videos zum Thema Depotübertrag, plus eben sie übertragen keine Anschaffungswerte. Das heißt, du müsstest das eben dementsprechend melden beim Finanzamt. Das heißt, wirklich ganz, ganz viel Arbeit, die da eben dementsprechend dahinter steckt. Und jetzt heißt es eben natürlich, ja, verkaufen, versteuern, wenn du eben einen Kursgewinn hast, und ja, irgendwo anders neu beginnen. Man kann es positiv ausdrücken und sagen, okay, jetzt habe ich die Chance, dass ich mein Depot neu strukturiere, oder negativ, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt alles für eine Arbeit? DeGiro dürfte aber für besondere Kunden, sprich diejenigen, die aktiv traden, dürften sie eine Ausnahme machen. Sie stellen zwar das Österreich-Geschäft weiter ein, aber DeGiro sagt zu diesen Kunden in einer gesonderten E-Mail, liebe Kunden, ich weiß, ihr seid unseren Service gewohnt, und weil ihr eben so aktive Traderkunden seid, könnt ihr weiterhin bei uns traden über DeGiro.de.
www.proke-test.at zu den aktuellen Konditionen und Bedingungen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, dass die Giro sich anscheinend wirklich sagt, okay, sie machen eben hier eine Bereinigung, schmeißen jene Kunden raus, die sozusagen nicht aktiv traden, und diejenigen, die aktiv traden, mit denen man dementsprechend gut verdient, eben wahrscheinlich nicht buy and hold, sondern eben wirklich aktiv Trader sind, die können weiterhin bei DEGIRO Kunden bleiben, aber eben bitte über DEGIRO.de. Heißt eben, DEGIRO.at zieht sich zurück aus dem österreichischen Markt und das war's. Und rein über DEGIRO.de ist das, was eben noch vorhanden ist, für uns Kunden nutzbar. Das wird eben sicherlich eine spannende Sache für uns und den österreichischen Broker-Tester und Vergleicher. Gleichzeitig, du kennst vielleicht mein Video, das ich vor 4 Wochen gemacht habe, Broker für die Ewigkeit, da noch einmal verlinkt. Und es ist leider so, immer wieder hören Broker auf, es kommen Angebote hinzu, es kommen Angebote weg. Aktuell haben wir eine größere Marktbereinigung bei uns hier in Österreich und jetzt mache ich mir langsam nämlich auch eine gewisse Sorge. Wenn eben weniger Anbieter am Markt sind, dann heißt es für uns Kunden natürlich weniger Auswahl, heißt eben auch für die Anbieter mehr Chancen, bei den Preisen zu drehen. Und drehen heißt natürlich nicht nach unten, sondern nach oben. Heißt, Leute, stellt euch ein auf höhere Preise. Das wird ja natürlich nicht ruckartig passieren, aber nach und nach werden die Preisschrauben angedreht und ich denke mir, die Banken werden dieses Angebot dankend annehmen und sagen, okay, wir drehen ein bisschen an den Preisen nach oben. Auslandsbroker könnt ihr natürlich noch immer nehmen. Die ganzen Neobroker, Smartbroker, Scalable, Capital, Trade Republic und wie sie auch alle heißen mögen. Aber das Thema Steuern bleibt doch eben auch dort nicht übrig. Und ich bin ja ein geläuteter Kerl, über, ich glaube, 5 oder 6 Jahre irgendwie im Ausland immer unterwegs gewesen und mittlerweile alle Positionen reduziert bis auf eine, also beziehungsweise reduziert auf einen Broker, weil das Ganze ganz einfach irrsinnig komplex ist, gleichzeitig eben die Meldevorschrift in Richtung Finanzamt einfach auch, sage ich, da bin ich, habe ich auch einiges dazu gelernt und schlussendlich ist man dann der Gelackmärte, wenn man irgendetwas übersieht, weil wenn du eben im Ausland veranlagst, dann ist eben das Ganze auf deinen Schultern und du musst eben alles richtig machen. Machst du nicht alles richtig, ja, dann hast du eben auch die Konsequenzen zu tragen. Und das natürlich kann natürlich auch ordentlich ins Auge gehen. Und da sage ich ganz einfach, ich habe dazugelernt und versuche das Ganze möglichst steuereinfach in Österreich zu machen, bis auf eine kleine Ausnahme. DEGIRO habe ich, ohne es gewusst zu haben, schon vor längerer Zeit reduziert. Du kennst vielleicht meine Videos vor x Monaten zum Jahreswechsel. Also im letzten Jahr, im Dezember habe ich begonnen, meinen Depotübertrag zu machen. Im Februar, glaube ich, ist es dann über die Bühne gegangen, habe das Ganze dann auch ins Finanzamt gemeldet und so weiter. Das hat dann schlussendlich, also dieser Übertrag hat dann schlussendlich gepasst. Bin dann eben DEGIRO wegen Dividendenzahlungen noch nachgelaufen, das hat auch, ich glaube, das haben sie mir dann erst im Juni gezahlt, obwohl die Dividende eigentlich erst schon im Februar gezahlt werden hätte sollen. Also als Broker-Test und Vergleiche sage ich, super tolle Beispiele, was denn alles schief gehen kann und worauf man alles aufpassen muss. Als Privatanleger sage ich, das brauche ich alles nicht. Anlegen ist ja kein Abenteuer, anscheinend aber doch. Und deshalb eben, ja, das Abenteuer DEGIRO habe ich persönlich vor Monaten schon beendet und jetzt gilt es eben auch an euch, dieses Abenteuer zu beenden, aber nicht, weil ihr es wollt, sondern weil DEGIRO es will. Und das, was eben DEGIRO empfiehlt in seinem Schreiben, werdet doch Flattex-Kundin bzw. Kunde. Diejenigen, die noch nicht Flattex-Kunde sind, wobei ich vermute, wenn du eben Österreicherin und Österreicher bist und du hast eben schon bist Wertpapieraffin, dann hast du meistens auch ein Flattex-Konto. DEGIRO sagt, hey, wenn du noch kein Kunde bist, profitier doch von der Neukundenaktion, die es eben bis 31.08. aktuell gibt, mit einem Trading-Guthaben von bis zu 50 Euro, das du eben einlösen kannst in den ersten 3 Monaten für die eigenen Spesen, die bei Flattex Orders entstehen. Ansonsten, ja, tut mir leid, euch diese schlechte Kunde mitteilen zu müssen, aber ich kann nichts dafür, ich bin nur der Bote, beziehungsweise habt es eben in eurem Posteingang wahrscheinlich auch schon gesehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall toi 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 und gutes Gelingen beim Aufräumen eures DEGIRO Depots, wenn ihr betroffen seid. Mich interessiert jetzt natürlich zum Schluss,
Bist du betroffen als Giro-Kunde? Hast du die Information, das Mail bekommen, dass du eben rausgeschmissen wirst von Giro Österreich, dass eben das Kundenverhältnis beendet wird? Oder hast du eine E-Mail bekommen als Giro-Kunde, hey, du kannst weiterhin bei uns Kunde bleiben, zu den aktuellen Konditionen und Bedingungen, aber eben dann bei giro.de. Wobei mich das eben dann eben auch interessiert, weil die zu den aktuellen Konditionen und Bedingungen würde eben bedeuten, giro.at hat andere Konditionen als giro.de, da geht es meistens um die Heimatbörse. Ja, auf jeden Fall interessiert mich, was hast du denn als Giro-Kundin-Kunde für eine E-Mail bekommen? Hinterlass mir ein Like, hinterlass mir ein Abo, wenn du das noch nicht getan hast, und über einen Kommentar unten freue ich mich natürlich. Wir sehen uns natürlich wieder beim nächsten Video. Bis dann und auf Wiedersehen, euer Andreas von poke-test.at. Ciao.